Willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Beim letzten Mal haben wir den schwierigsten Kampf der ganzen Nordland-Trilogie überstanden. Die sogenannten Schwarzmagier oder Kampfmagier von oder vor Lowangen. Alle sind bis auf Jalgia auf Stufe 9 aufgestiegen. Und wir werden uns jetzt tief in die Blutzinnen begeben, denn dort soll sich Ingramosch ja hinbegeben haben, laut den verteilten Informationen, die wir in Lowang erhalten haben. Zwei Portionen Wirsekraut, drei Himbeeren und eine Alraune. Juhu! So. Und Xania hat ja noch diesen silbernen Ring, den wir bei Vendaria Egelbronn erbeuten konnten. Den wird sie sich jetzt nochmal anschauen. Nuda Structura Magie. Die Anwendung dieses Rings entspricht einem Ignifaxius-Zauberspruch. Oh, das ist doch nett. Dann kriegt den mal Neria. So, und Xania wird nochmal eine Metanele verspeisen und meditieren. Und die Einbeeren kriegt sie auch noch. Sehr gut. Gulmond. Und Orks. Gegenstände. Nö, brauch nix. Xania meditiert nochmal, minimal. Und ist dann auch schon wieder voll. Fette Beute. Boah. Ein alter Schäfer sitzt am Wegesrand und strickt mit einem stillen Lächeln an einem riesigen Strumpf. Peraine mit euch, ruft er euch gut gelaunt entgegen. Ja. Blutsinn. Tut mir leid, davon habe ich keine Ahnung. Sternschweif. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen, Salamanderstein. Komisch, wie ihr auf die Idee gekommen seid, ausgerechnet mich danach zu fragen. Reisen? Reisen, was habe ich davon? Es lungert doch allerorten nur übles Volk am Wegesrand. Nein, nein, da bleibe ich lieber in meinem Städtchen. Hä? Bist du ein Schäfer? Oh, meine Schafe wollen weiter und am besten lässt man ihnen ihren Willen. Ich muss da mal wohl. Ja, dann wollen wir dich nicht aufhalten. Komischer Kauz. Die Verfolger nähern sich mal wieder. Toll. So, und dieses Örtchen, das müsste Arsingen sein. Dem kehren wir sofort den Rücken. Und die Verfolger haben uns. Toll! Oh toll! Und Arbosch ist verängstigt und flieht. Ja, Subi.
Torwaller gegen Torwaller hier. Und Abosch bleibt stehen. So, Xania wird mal versuchen, den Horifobus zu kontern mit einem Band und Fessel. Abosch ist gebannt und kann sich nicht mehr bewegen. Kann noch ein bisschen in der Gegend rumstehen. Xania wird mal diesen blöden Zwerg hier wegjagen. Und da macht er schon einen Abgang. Sehr schön. Oh, 10. So, das ist der Magier hinüber. Und Abosch ist wieder. Hä? Okay, Abosch ist irgendwie. Hä? Abosch ist wieder dabei. Na gut, wie auch immer. Ja, diesen Kampf mit den Verfolgern, den werden wir durchaus noch häufiger führen müssen. Und also ich finde den so nervig, aber gut. Macht das Spiel wohl irgendwie spannender. Oder auch nicht. So, dann jagen wir mal den Druiden weg. Jo. Und der Druide hier hat genug, so wie es aussieht. So, etwas ungeschickt, ich gehe vor die Orknase zu laufen. Na, kriegen wir ihn noch? Jawohl. Es gibt kein Entkommen. Diener des Namenlosen müssen niedergemetzelt werden. Zack. So, Computerkampf. Und wir suchen uns ein Lagerplätzchen. Und ein Tanierchen für Xania. Nein. Ein bisschen Meditation kann auch nicht. Boah, kann auch nicht schaden. Wieselkraut. Wunden heilen. So. Und gute Nacht. Und Waldspinnen. Toll.
Eine Portion Wirsekraut. Das ist doch nett. So, mal sehen. Und die Waffen schärfen. Jo. Speichern. Schurienknolle, toll. Und ein Säbelzahntiger schleicht heran. Und es. Und wir ziehen ihm das Fell über die Ohren. Aber Schuhe haben den Geist aufgegeben. Schön, dass wir gerade ins Hochgebirge kraxeln. Ah, nee, und der nächste Kampf. Die Verfolger nähern sich. Ork-Patrouille. So. Oh, Abosch. Das sieht ja nicht gut aus. Frostschäden, okay. Kein Wunder, ohne Schuhe ist ein bisschen unangenehm. So. Och nee, ey. Die haben wir doch gerade erst geplättet. Oh. Das kotzt mich an. Entschuldigung. Mann, Meter. So sinnlos. Ja toll, Rondon ist verzaubert und wird jetzt unsere Gruppe angreifen. Da kommt Ron ran. Ach ja.
Autschi. So, dann wollen wir versuchen, diese blöde Beherrschung zu brechen. Nicht geklappt. Dann wollen wir mal versuchen, ihn hier an Ort und Stelle zu fesseln. Ja, Roman ist gebannt und kann sich nicht mehr bewegen. Na toll! Und haut aber voll rein. Oh, nee. Jo, das klappt auch nicht. Toll! Ja, komm, dann machen wir die Spacken jetzt auf die harte Tour fertig. Ja. Zack. Oh. Oh, nee. Toll, zweimal keinen Schaden gemacht. Gegen einen Druiden, ja genau. Der hat bestimmt total viel Rüstung an. So, hau ab, du Zwerg. So. Aber schon mal weiter stapfen. Jetzt hau ihn um hier. Jetzt schieß ihn um, jawohl. Jetzt reicht's mir hier. Zack. Toll, das hat ja echt total viel Spaß gemacht. Ja, aber es hat keine Schuhe an, wir wissen's. Thank you.
So. Dann wollen wir mal kurz die Damen wieder aufpäppeln, soweit es geht. So. Keine Bewegung oder ich schieße euch in den Bauch. Man sagt, es soll lange dauern, bis man stirbt und erst ganz am Schluss soll man aufhören zu schreien, meine ich. Was wollt ihr hier? Die Frau, ganz in grünem Leder, steht halb von einem Baum verdeckt und beobachtet euch scharf. Wollt ihr vorsichtig zu euren Waffen greifen oder antworten? Wir sind nur harmlose Wanderer. Eine Jägerin. Wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann, lasst es mich nur wissen. Ich erfülle euch fast jeden Wunsch. Na, das ist ja freundlich. Blutsinn. Zwergenbinge, nicht mein Ding, das war's. Ah. So, ich glaube, wir sind irgendwie in die falsche Richtung marschiert. Toll, der nächste Kampf. Computerkampf. Dreschflegel. Der Oger mit dem Dreschflegel. Oh nee. So. Werden wir jemals ankommen? Wird das Kämpfen jemals ein Ende nehmen? So. Speichern mal wieder. Irren wir jetzt hier schon seit längerer Zeit durch die Gegend. Der Pfad läuft auf eine Steilwand zu und führt in eine Höhle tiefer in den Berg. Wollt ihr die Höhle betreten? Blutsinn, da sind wir endlich angekommen. Und ich denke, wir machen hier im nächsten Video in diesem komischen mutmaßlichen Dungeon weiter. Bis dann.